Leute, jetzt wird's wirklich krass. Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Und es ist soweit, Leute. Wir spielen jetzt endlich wie Ustasa 89 in Black Ops 4, Freunde. Wir machen uns die Ustasa-Klasse. Wer Ustasa nicht mehr kennt, boah, Leute, der hat was verpasst. Aber es sollten die wenigsten sein, Leute. Und es gibt hier mal wieder eine Waffe, die der Ustasa Gorgon doch sehr ähnelt. Und das ist die VKM, die ich jetzt hiermit mit einem lebenslangen Freischalt-Token freischalte. Nur für dieses Video. Dafür lasst ihr bitte schon mal den Like der Woche da, Kappa. Okay, warte mal, wo ist denn die Waffe? Da. Ah, Gott, oh Gott, okay. Haben wir sie jetzt wirklich geholt? Ich glaub's nicht, aber wir haben es getan. Okay, wir spielen die VKM mit Reflex. Wir machen jetzt nicht die exakte Ustasa-Klasse von früher, aber schon sehr ähnlich. Ja, das brauchen wir auf jeden Fall. Das wissen wahrscheinlich die meisten noch. Das brauchen wir, das brauchen wir. Das brauchen wir eigentlich nicht. Und das brauchen wir, sehr gut. Und als Zweitwaffe... Was hatten wir nochmal als Zweitwaffe immer gehabt? Hatte der eine? Nee, glaub nicht. Die Abschussserien habe ich mir folgendermaßen gedacht. Er hat ja früher immer Vorräte, Raps und Geist. Und da dachte ich mir, okay, wir machen das heute so. Wir machen Drohne, Vorräte und Geist. Der Attack Chopper ist ja wieder Geist. Und gucken, wie es damit läuft. Wir können die Vorräte jedes Mal wieder rechargen. Das heißt, wir können sie wieder neu machen. Und ihr wisst ja, die Ustasa-Regel Nummer 1 ist nur Team Deathmatch spielen, nur campen. Wirklich, also Leute, das wird für die Leute, die es nicht wissen, die jetzt da neu dazugekommen sind, übrigens, falls du neu dazugekommen bist, würde mich sehr über ein Abo freuen. Für die Leute, das ist jetzt wirklich ein Schock, ja, weil ich werde jetzt so spielen, so habt ihr mich noch nie spielen sehen. Ich werde jetzt nur campen, nur, weil das unser Ustasa, die, der One and Only, die Legende aus 2017er Zeiten, das immer so gemacht hat und deswegen machen wir es auch. Oh ja, Leute, die Map eignet sich wirklich ideal. Das Lustige ist ja, wir haben ja nicht Ustasas Expertise, so wie damals, wo wir uns einfach nur seine Runden anschauen mussten und wussten, so läuft der Hase. Nein, jetzt müssen wir uns selber die Spots überlegen. Ustasa hatte ja diese legendären Spots, zum Beispiel auf Fringe. Niemals werde ich es vergessen, der Typ zockt auch noch. Ich kann ja mal gucken, ob er jetzt gerade online ist. Das interessiert mich selber auch. Ah, ich bin auf dem falschen Account leider. Problem ist, man kann ja nicht in den Kinomodus von anderen Leuten gehen bisher und deswegen kann ich mir leider keine Ustasa-Gameplays anschauen, soweit ich das weiß zumindest. Das ist sehr, sehr belastend. Alter, diese Waffe auch allein wieder aussieht. Okay, so, ich würde sagen, ich werde lieber auf der anderen Seite gespawnt. Ah, okay, das Ding ist, wirklich die Ustasa-Challenge, ich dürfte jetzt eigentlich schon nicht mehr laufen. Ich muss eigentlich jetzt hier stehen bleiben. Ja, und das ist jetzt die nächsten Minuten so. Hey, der Ort ist noch nicht gut genug. Aber mit dem Stacheldraht, das ist schon legendär. Ich glaube, ich baue mir hier so ein Ustasa-Camp auf. Hier so. Sieht sicher aus. Nicht. Mann, ich spiele viel zu offensiv, Digga. Viel zu offensiv. Bitte lass mich andere Seite spawnen. Ja. Okay, das ist gut. Das ist gut. Ja, genau. Die spawnen sogar noch die Gegner hier. Besser geht's nicht. Komm, gib mir den Free Kill. Zwei sogar direkt, danke. Das brauchst du nicht umdrehen. Alles gut. Okay, nice. Genau das ist nämlich geiler hier. Hier so diese Ecke hier. Das gefällt mir schon mal viel besser. Ja, Mann, komm her, Digga. Du auch. Du auch. Der hat sich gut gesaved. Ja, wie viel HP hatte der noch? Ah, 26. Okay, krass, Mann. Die Waffe ist auch schon wieder leicht overpowered, würde ich sagen. Falls ihr euch fragt, warum es jetzt diese Waffe ist. Oh mein Gott, hätte ich dir... die Gorgon war das LMG mit der langsamsten Feuerrate und das ist halt jetzt auch die LMG mit der langsamsten Feuerrate. Auch ohne Schnellfeuer oder so. Alter, wie der Typ rumgesprungen ist, Mann. Deswegen, ja, genau. Die Seite gefällt mir halt nicht so gut. Okay. Ah, das ist lecker. Okay, so, jetzt wird's Zeit, gleich das Schild aufzustellen. Ja, so richtig Ustasa-like spiele ich noch nicht, Freunde. Muss ich auch ganz ehrlich zugeben. Ist noch nicht so gut, was ich hier abliefere. Das war einfach mal Time-Luck hier. Toll, jetzt spawnen die Teammates da. Danke für nichts. Okay, wir quartieren uns mal hier ein. Okay. Nein, wo kam der andere? Nicht aus der Röhre, oder doch? Oh... Der perfekte Winkel, belastend. Ja, also noch bin ich nicht so, hab noch nicht den idealen Spot gefunden, der sich hier gut anfühlt. Ah, das Schild kann man auch von der Seite benutzen, sehr, sehr positiv. Oh, der will uns braten. Ah, alles klar, die Killcam. Ich habe wirklich gerade einen Abschluss mit meinem Schild gemacht. Ach, mit dem Techniker sehe ich sogar den feindlichen Hund. Okay, das ist nicht schlecht. Na komm, komm ans Fenster. Trau dich, Digga, komm. Okay, die Waffe hat gegen die Titan keine Chance.
Die Feuerrate der Titan ist einfach minimal höher. Oder was heißt höher? Minimal zu hoch. Hier ist der Hund, ne? Nicht umdrehen. Guck mal, wie süß er ist. Ja, Leute, auf der Map klappt das noch nicht so. Hier ist nicht so dieser perfekte Ort aufgrund dieser ganzen Hallen und so. Ja, Teammate, hau rein. Wahrscheinlich, oder? Fährst du jetzt auch auf mich? Ja, Leute, also man muss sagen, die Map hat sich gar nicht dazu geeignet. Ich würde sagen, wir brauchen jetzt auf jeden Fall nochmal, wir gucken mal, was wir für neue Aufsätze bekommen haben. Versuchen die nochmal einzubauen, aber ansonsten, die Map ist wirklich, also da gibt's keinen einzigen Spot, der einigermaßen Sinn macht. Es gibt einfach keinen. Oh mein Gott, Jungle. Bitte, bitte, Jungle ist genau so eine Map. Okay, wir haben wirklich Jungle bekommen, Leute. Also wenn es nicht auf dieser Map ist, dann geht's auf keiner. Also hier gibt es diese Orte. Wir dürfen uns aber jetzt nicht viele Fehler erlauben. Das ist das Problem. Let's get this done. Okay, nice. Okay, ich würde sagen, wir gehen... Oh, wo gehen wir hin? Zasermäßig müssen wir eigentlich hier hinten bleiben. Aber hier wird niemals jemand hinkommen. Ich glaube, ich gehe hier rüber. Auf die Seite. Okay. Ich will jetzt schon wieder laufen. Das ist das Problem. Ich will laufen. Irgendwo hier hinten vielleicht. Okay, Leute. Ja, das Ding ist, die Teammates spawnen hier halt komplett, ne? Also Ziel ist es, mindestens einmal den Heli zu erreichen, sonst ist es keine Ustase-Runde. Ja, Abonnent, ich habe dich wahrgenommen. Er denkt sich auch, was macht er da? Boah, guck mal, mein Team outslayt die so krank, Digga. Leute, ich komme nicht in den Playstyle rein, weil es mir zu langweilig ist. Bei BO3 wusste man wenigstens, wo man hin muss. Die Waffe ist wirklich, die schießt Seifenblasen leider. Das ist das Problem. Boah, Alter, wie die hier Druck machen. Ja, hier ist so ein Ustasa-Spot, Mann. Das gefällt mir. Pff, mit dem Stacheldraht. Er wäre so glücklich. Ich hoffe, er spielt das Spiel. Geil, wie er geleckt hat. Hammer. Digga, ich dachte, der... Ach so, na dann. Das hier wäre so ein Ustasa-Ding. Wenn man das Schild hier aufstellen könnte. Oh mein Gott, ja, ja. Okay, ich glaube, jetzt habe ich den Stil gefunden. Jetzt wird wahrscheinlich nur niemals jemand hier durchlaufen. 200 Leben haben wir auch noch am Start. 2000 Jahre später. Ja, Leute, das ist nämlich das Problem. Es gibt halt auch genau diese Momente, wo dann halt einfach mal keiner kommt. Da Stacheldraht und hier das. Das Ding ist, jetzt spawnen die gleich hinter mir. Mann, ey, guck mal, das klappt hier nicht. Mann, auf welcher Map könnte das denn klappen? Er hat es immer so gemacht, er ist gespawnt und hat sich dann einen Ort gesucht, der in der Nähe ist. Meistens am Rand der Map, sodass du nur einen Weg dahin hast. Das muss ich auch machen. Bei Kontraband vielleicht in einem der Bunker, aber da wird man früher oder später immer rausgeholt. Das Geile ist, eins ist sicher, für den Talk-Specialist muss man sich nicht beeilen. Den kriegt man immer, weil den will sonst nämlich keiner haben. Hoffe ich zumindest. Team Death. Okay, Freunde, ich glaube, ich weiß ganz genau, wo ich jetzt hingehe. Und zwar der klassische, ja, Mann, zu dritt in den Bunker. Geil. So, Freunde, und das ist es jetzt mit dieser Runde. So wird diese Runde jetzt laufen. Du hast Glück gehabt, Digga. Jetzt wissen wir schon, wir können ja eine kleine Runde draus machen, weil hier wird einer kommen. Jetzt schnell nachladen. So, jetzt müssen wir... Nein, bitte nicht. Oh, guck mal, Mann, die machen mir diese ganze Strategie schon wieder kaputt. Na egal, ich bin auch mal hier gespawnt. So, sehr schön. Nein, Mann, ey, man kann es hier in dem Spiel nicht machen. Okay, vielleicht jetzt hier. Das Ding ist, aber die merken sich ja, dass wir hier gegen die gekämpft haben. Ja, so ist es besser. So, jetzt einfach nur nicht sterben. Okay, nice. Jetzt drehen wir uns um. Okay, es funktioniert gerade ein bisschen. Es funktioniert ein bisschen. Wir brauchen jetzt noch den Heli. An sich ist es so der ziemlich riskanteste Spot in der COD-Geschichte. Ich hab Bock, hier vorne noch einen Stacheldraht hinzuschmeißen. Liegt zwar ziemlich dumm, aber egal. Oh, geil. Ja, lauf weiter, komm. Oh, ja, ist das geil. Also hier traut sich auf jeden Fall keiner mehr hin. Aber den Heli müssen wir noch erreichen fürs erfolgreiche Experiment. Und natürlich ging in BO3 auch TDM bis 100. Okay. Als... Nein, jetzt sind die da wirklich... Jetzt spawnen wir nochmal hier? Ist das euer Ernst? Ja, hier wäre auch so ein Spot, dieses Boot hier. Immer mal hier links schauen.
hier zurückkommen, hier schauen, haben wir bekommen. Warte, warte, was ist das? Ah, nehmen wir das Strike-Team lieber, das finde ich fair. Ja, Mann. Na, so kriegt man auch sein Strike-Team zusammen, ne? Ja, okay, 13 zu 4. Also in dem Spiel klappt es nicht so gut wie in WoW 3. Ich habe immer diesen Impuls loszulaufen, so. Es ist so gegen meine Natur so zu spielen. Oh, okay, Leute, das ist krass. Wir haben neue Sachen. War einmal den Griff und dann nehmen wir die Pistole raus und kriegen dann auch noch die Magazinerweiterung. Okay, die Waffe ist jetzt wirklich schon leicht auf Ustasa-Level. Und jetzt würde ich sagen, Icebreaker ist auch nochmal gut. Da geben wir der ganzen Sache jetzt nochmal eine Chance. Let's go. Okay, wir müssen ein bisschen Ambiente machen. Okay, für Ambiente und ein bisschen Schmerz im Handgelenk ist gesorgt. Ich finde, irgendwie sieht immer ein bisschen besser aus, wo der Hintergrund beleuchtet. Ihr nicht? Ist mir egal. Okay, Leute, let's go. Ich würde sagen, das hier ist unser Ort. In diesem Ort arbeiten wir jetzt. Wir können auch bis da laufen. Also so diese kleine Strecke hier. Und wie geht's euch so, Leute? Alles klar bei euch sonst? Ich glaube, der Ort ist ziemlich dumm, um ehrlich zu sein. Ja, der Ort ist sehr, sehr dumm. Denn die Seite ist vielleicht besser. Oder wie der ernst macht. Es gibt hier diese Liren-Orte einfach nicht. Diesen Ort, wo du denkst, ja, Mann, das ist es. Okay, ich versuch's jetzt mal hier. Hier Stacheldraht, damit hier keiner reinkommt. Und jetzt hier so ein bisschen rechts, links schauen. Es hat aber keinen Headglitch. Das Einzige, was man hier halt hat, ist, dass wahrscheinlich keiner von hinten kommt. Was? Ich würde tausendmal besser spielen, wenn ich normal spielen würde. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Ja, jetzt gerade war es mal so, dass es mal zwei, drei einfache Kills gab. Okay, zurückziehen, wieder warten. Mein Stacheldraht ist noch da, wollte ich gerade sagen. Na, jetzt vielleicht schon besser hiermit. Wenn jetzt hier nicht alle zwei Sekunden einer kommt, dann kann hier wenigstens keiner hochklettern. Okay, Leute, die werden jetzt direkt hinter mir spawnen. Das war dumm, das war dumm. Okay, wir müssen jetzt leider kurz einmal umbauen. Ist mein Schild noch da? Ich glaube ja. Ja, ist es noch. Nice. Ich würde sagen, laden wir nochmal nach. Okay, diese Runde klappt es jetzt etwas besser. Wir haben zwar erst 10 zu 4, aber wir können uns den Heli noch fresh machen. Das wäre natürlich sehr nice. Das Schild ist schon ein bisschen am struggeln. Ey, seht aber schon, man kriegt hier echt nichts ab. Komm, bitte lass uns jetzt diesen Ustasa-Heli erspielen. Okay, ich mache gerade was nicht... Oh mein Gott. Was kein Ustasa der Welt machen würde. Oh, ich hab den Heli. Let's go, Mann. Im schlimmsten Headglitch der Welt habe ich ihn geholt. Sauber. Okay, das war schon so ein Ustasa-Heli. Der war auf jeden Fall sehr passiv erspielt. Richtig stolz drauf. Ja, moin. Vorsichtig, Digga. Ich wollte mir da direkt jetzt einen Teil meines Lebens geben. Wo kommen die Vorräte hin? Ich hab's vergessen. Was haben wir? Oha, noch ein Sniper-Heli. Der wird wahrscheinlich nicht mehr rauskommen, aber egal. Ich würde sagen, dann stellen wir uns nochmal ganz schnell hier unser Lieblings-Setup auf. Hello. Und natürlich nicht zu vergessen, hello. Boah, ist das eklig und es funktioniert. Okay, es ist nicht direkt... Oh mein Gott. Okay, noch ein Turn-On. Okay, es ist jetzt mit einem 24 zu 5 zwar nicht die Ultra-Ustasa-Runde, aber ich würde sagen, trotzdem ganz nice. Lasst dem Video gerne ein Like, da würde ich mich drüber freuen. Checkt die letzten Videos gerne ab und dann würde ich nur noch sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao, ciao.